Wir machen heute gefüllte Avocados. Dafür brauchen wir Salz, Pfeffer, Chili, 2 Avocado, 50 Gramm Leitschinken und 100 Gramm Reibekäse, maximal mit 14% Fett. Und wie es geht, zeige ich in diesem Video. Wir halbieren zuerst die Avocado, danach nehmen wir einen Löffel und werden das Fruchtfleisch rausnehmen. Die Avocados bitte nicht wegschmeißen, die Schale. Dann machen wir daraus ein Brei mit einer Gabel, fügen noch die 50 Gramm Schinken hinzu und die 100 Gramm Käse und verrühren es zu einer Masse. Natürlich fügen wir auch noch Salz, Pfeffer und Chili hinzu. Wir füllen die Avocado mit unserer Masse. So sieht es dann aus, wenn sie gefüllt sind. Dann bei 180 Grad für 15 Minuten noch in der Backröhre rein. Und so sehen dann die Avocados aus. Man kann sie als Vorspeise nehmen oder auch als Mittagessen oder als Hauptgericht. Ihr seht, es ist noch schön warm. Der Käse, der zieht ganz leicht Fäden, also richtig gut sind sie. Entschuldigung für die Kameraeinstellungen, aber bei einer Hand ist das dann doch ganz schön schwer. So Leute, wenn es euch gefallen hat, dieses Rezept, dann abonniert einfach den Kanal. Bis demnächst, euer Drago.